Und herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Ja, ich habe beim letzten Mal so einen kleinen Boxenstopp gemacht und ja, ich habe mir hier so einen Stürmer organisiert. Ich wollte den eigentlich nur so tamen, damit wir hier ja ein bisschen Ruhe haben, damit wir uns hier sonst nicht mit den Maschinen anlegen müssen. Aber naja, ich meine, wir können ja uns den trotzdem mal gönnen. Warum nicht? Wir haben sowieso noch ein ganzes Stück Weg vor uns. Ich glaube, dass wir hier runter. Nee, da kommen wir nicht runter. Nein! Oh, der ist doch gut. Ruhig, ganz ruhig. Ja, zeig das doch hier an. Warte mal, links von uns. Hä? Hier sollen wir irgendwie runterkommen? Habe ich irgendwas verpasst? Hm. Irgendwie ist das hier oder da auch nicht wirklich. Nee, nein, 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 nein. Das kann ja so gar nicht sein. Wir müssen woanders längs reiten. Hier vielleicht. Ich lasse mal den Sägezahn mal. Sieht aus, als würde die Maschine in den Säcken eine Flüssigkeit. Guten Tag. Die kann ich jetzt übrigens auch tamen. Nicht wissen, was für eine. Die Brücken. Scheiße, hier komme ich gar nicht weiter. Tag. Oh. Ich mache mich mal weg. Ihr könnt euch ja schon mal in der Zwischenzeit schon unterhalten. Oder auch nicht. Zwingen mich nicht, dir weh zu tun. Zwingen mich nicht, dir weh zu tun. Oh, scheiße, wo kommen wir denn? Haha, verarscht. Was machst du denn, Stürmer? Oh! Kuckelt er mein... Komm, ich kann nicht, darf ich... Ich kann nicht, glaube ich, nicht, ne? Kann ich dich tamen? Nee, kann ich doch tamen hier, guck. Kann ich nicht? Kann ich? Nein, kann ich wirklich nicht. Eben ging das doch noch, so eine Sauerei. Ich muss sie weg. Aber das ist ja echt elend. Ich meine, er hat das... Oh. Alter, ich mach dich gleich kaputt. Du willst. Aua, was soll das denn? Och, echt jetzt? Oh, Alter! Was ist denn los? Ach, Scheiße. Gleich zwei Sägezähne. Oh, Himmel, ja Gott! Mist! Mist! Das wollte ich alles nicht! Mann, ey, das, ich wollte genau so einen Kampf wollte ich mir ersparen. Ich kann jetzt einfach wegrennen. Oh, du bist aber, ihr seid doch alles Dreckschweine. Könnt euch nicht einer nach dem anderen hier, ich hau ab. Och, komm, Leute. Ja, es ist gut. Ja, es ist gut. Es ist gut. Es ist gut, ihr habt gewonnen, ich hau ab. Wir können euch hier mit irgendwelchen anderen vergnügen. Ich habe da keine Lust zu. Ich habe doch extra gesagt, ich will hier keinen Krieg. So, ich gehe jetzt mal hier rüber. Ich will meine Ruhe haben, verdammt. Das ist ja wieder ein Start in die Folge hier, du. Mann. Oh, jetzt mal kurz durchpusten. Mein Gott, das kann ja wohl alles nicht sein. So, ich muss einmal ganz kurz gucken. Oh, mein Gott, bin schon ganz fertig. So, welches Outfit hatte ich jetzt an? Hatte ich einen Tank an? Würde ich doch mal fast sagen. Also Schroneinsatz mit Metall überzogene Brustplatte schützt vor Nahkampfangriff. Ja, siehste, deswegen haben wir auch so wenig Schaden genommen, weil wir haben eigentlich nicht viel Schaden genommen. Also da hat sich das dann doch tatsächlich gelohnt, mal die Nahkampfrüstung anzuziehen. Oh, ein Glück. Ich habe mir aber auch die Fresse hauen lassen. Das ist, wo geht denn auch der Weg hin hier? Was ist denn das jetzt hier? So. Ich soll genau da lang. Da, wo ich hingucke. Da lang soll ich. Hier ist das Wasser. Hier rüber, oder was? Ach, guck mal, hier ist ein... Ich komm hier raus. Ja, ja, genau, genau, genau. Guck mal, das ist nämlich genau richtig. Das habe ich nämlich vorher nicht gesehen, dass hier noch so ein Abseilpunkt ist.
Wir sehen uns nachher noch da hinten. Also wir bekommen noch miteinander zu tun. Da glaube ich aber dran. Das lassen mir von euch kleinen Spacken nicht gefallen. So. Aber weiter im Text. Wir haben vor. Was haben wir vor? Ich muss mir diesen, wie hieß er jetzt noch, den Rasgrund. Was ist das hier eigentlich? Ein merkwürdiges Angebot. Begib dich zum Dämmerberg. Das können wir gleich im Anschluss machen. Und dann wollte ich dann hier oben dann auch weitermachen. Ganz hier oben. Da können wir sonst nachher hinspawnen über Lagerfeuer. Da können wir dann hier die Quest machen. Aber erstmal. Ja, erstmal sind wir auf dem Weg zu Rasgrund. Da hinten sollen wir hin, da sollen wir hinspringen. Geronimo! Oh, das war. Das war fast Geronimo im Moas, war das. Wie komme ich jetzt? Achso. Aber hier sollen wir garantiert nicht lang. So, hier vielleicht. Aber sollen wir doch nicht lang. Was soll ich denn hier? Jetzt mal im Ernst. Ich könnte hier ins Wasser springen, aber... Soll das so? Geronimo! Soll das so sein? Wir können hier natürlich mal hoch... Okay. Ich glaube zwar nicht, dass das der Weg ist, den wir nehmen sollten, aber ist egal. Oh, da kommen wir die langen Beine. So. Also wenigstens der Zähler zählt runter. Wir sind also schon mal auf dem richtigen Weg. Ganz grob. Und wir brauchen wieder mal Pflanzen. Ja, so soll's sein. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Ja, das ist immer noch richtig. Oh, da hinten ist wieder so ein Sägezahn. Vielleicht können wir uns den gleich mal tamen. Achso, nee, und das hatte ich eben nachgeguckt, welche beim letzten Mal, also in der Aufnahmepause habe ich das gemacht, habe ich mal nachgeguckt, welche Tiere, welche Maschinen, mein Gott, ich werde es glaube ich nie lernen, welche Maschinen wir tamen können. Da gehören eben halt auch die Brüllrücken zu und die Behemoths, die können wir auch, tamen, die Behemoths. Und natürlich die Grauhabichte, die einzigen, die wir jetzt noch nicht tamen können und das kriegen wir dann, waren wir hier schon mit der Banuk-Figur, waren wir schon. Weil ich sehe nämlich gerade hier die Malereien. Also hier waren wir schon. Wir können... Uns fehlt jetzt also noch im Prinzip noch dieser Sturmvogel und der Donnerkiefer. Die können wir auch tamen. Dafür brauche ich allerdings die letzte Brutstätte, die hier oben ist. Irgendwo. Da. Da brauchen wir nämlich jenem. Die brauchen wir. Und dann können wir auch Donnerkiefer tamen. Das wird auf jeden Fall mal sehr interessant. Vor allem so Donnerkiefer ist natürlich nicht unbesiegbar. Aber durchaus imposant und ich glaube, alle kleineren Maschinen, auch der Behemoth gehört ja eigentlich gehört ja dazu. Ich glaube, ich werde den mal versuchen zu tamen. Auch der Behemoth ist ja nun sehr, sehr stark und die machen schon einiges an Schaden. Warte mal, ich werde dich mal ranpfeifen. Purzel, hier bin ich. Purzel, ganz ruhig. Ich will dich nur tamen, ich will dir nichts tun, ich will dich nur zu den Guten holen. Zack, und ab ins Ohr. Plopp. So, hab dich. Willkommen bei den Guten. Wir haben Kekse, oder wie war das? Wechsel zur dunklen Seite der Macht, wir haben Kekse, oder wie war dieser Spruch? Ja, gut, holen wir uns erstmal wieder ein bisschen Zeugs. Wie nervös der Siegezahn ist, ne? Mal ein bisschen links, ein bisschen rechts. So, gucken wir erstmal, wo Rasmund ist. Wir wollen noch ein bisschen was schaffen. Und wir brauchen rote Pflanzen. Wie immer. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Jo, bist du schon, bist du schon, bist du schon. Blub. So, einmal unter Wasser. Haben wir hier noch irgendwo rote Pflanzen? Na ja, gut, wir können natürlich... Holz sollten wir auf jeden Fall auch mitnehmen, weil ich das verbrate ich ja auch ohne Ende. So, da ist da noch rotes? Ne, das ist ein gelbes Pflänzchen. Das lassen wir mal da. Rot nehmen wir immer mit. Davon ist auch nochmal. Ach, ein Wächter. Ach, da verstecke ich mich noch nicht mal bei Wächtern.
Ja, was ich auf alle Fälle nochmal machen muss, wäre auf jeden Fall Jägerloge nochmal machen. Das heißt, diese ganzen Aufgaben in den Halbsonnen, den ganzen Krempel. Das nehme ich für unterwegs mit. Damit wir mal Waffen, vernünftige Waffen, was heißt vernünftige Waffen kriegen? Wir haben schon gute Waffen, aber es gibt ja dann nachher auch von der Jägerloge Waffen. Und die würde ich mir ganz gerne zumindest angucken. Wenn wir nachher feststellen sollten, oh, das ist doch nicht so doll, dann können wir es ja lassen. Ne? Aber ich würde dann zumindest versuchen, da nochmal ein bisschen jagen zu gehen. Können wir durchaus in Angriff nehmen? Ich überlege nur noch wann. Ich würde jetzt auf alle Fälle erstmal die bestehenden Quests, die ich so habe, die würde ich ganz gerne erstmal wegarbeiten. Wo muss ich überhaupt hin? Da. Und ja, und dann vielleicht nochmal eine Hauptquest oder so und dann können wir uns nochmal, dann können wir uns nochmal umschauen. Aber ich würde das ganz gerne nochmal machen und das nicht auch nicht zu weit aufschieben, denn ich weiß ja nicht, was uns noch bevorsteht. Und wenn wir die Möglichkeit haben, mit besseren Waffen oder besserem Material durch die Gegend zu laufen, ja, warum nicht? Ja, weil ich hatte in einem Video, ich hatte euch das ja, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge erzählt, von wegen, ja, wie man den Donnerkiefer instant killt und gut, auch wenn das nicht so wirklich geklappt hat bei mir, weil ich die falschen Seile genommen habe. Und das mit den Energiezellen, da hatte ich gesehen, dass der Kollege ein Stab hatte. Also hier, so ein hier, mit dem ich hier rumfuchtel. Und der hatte so komisch geleuchtet. Also der hatte nicht diese Originalwaffe, sondern hatte eine bessere Waffe. Was ist das denn hier? Guck mal da, die Beine da. Guck mal. Was ist das denn für ein Vieh? Oder war für ein Vieh? Guck mal, da oben ist noch ein... Da ist ein Log, den können wir uns gleich mal angucken. Anhören, ansehen, an durchlesen. Ach, guck mal, hier ist auch noch einer. Oh. Das ist ja... Das muss ja irgendwie eine alte Kampfmaschine oder sowas hier sein. Das ist ja krass, da ist ein Baum drin gewachsen. So, mal gucken, vielleicht erfahren wir hier was. Das würde mich jetzt mal wirklich interessieren, was das hier gewesen ist. Rufen Sie Pizza Wied, ne? Das ist ja etwas, was die Welt bewegt. Rufen Sie Pizza Wied. Wer hat da geklingelt? Natürlich Pizza Wied. Hallo verehrter Cheesy Heart Kunde. Cheesy Heart Pizza und Sandwiches freut sich, Ihnen Pizza Wied zu präsentieren. Unser neues verbessertes Drohnenliefersystem. Gar nicht so weit hin oder gar nicht so weit von uns weg, weil wir haben ja schon mal gelesen, Amazon und sowas, die sind auch dabei, schon mit Drohnenlieferdiensten zu arbeiten. Aber egal, das ist jetzt auch nicht das Thema. Drohnenlieferdienst. Wir garantieren keine Pizzas mehr am Boden oder an der Decke. Wir garantieren pünktliche Lieferung an den exakt richtigen Ort. Warten Sie länger als fünf Minuten, ist Ihre Pizza kostenlos. 5 Minuten, das ist sportlich. Knusprig und heiß oder der Preis wird erstattet. Besuchen Sie Cheesy Heart Holo und rufen Sie Pizza Wied. Okay, dann hätte ich jetzt eine gerne Sucuk-Pizza. Oh, da hätte ich jetzt auch eine Sucuk-Pizza. Mmh, lecker. Ich hatte mir letztens so eine schöne Pizza bestellt. Das war eigentlich Fleisch pur. Das hatte eigentlich mit Pizza nichts mehr zu tun. Eine schöne Pizza mit Sucuk, mit Hähnchenwürfeln, Hähnchenbrustwürfeln und was war da noch drauf? Mais hatte ich noch drauf. Und natürlich Gouda, ist ja klar, Käse. Oh, Alter. Das, lecker, lecker. So. Weiter geht's. Was haben wir hier? Wheat Eats. Ach so, nochmal das Gleiche oder was Ähnliches, besser gesagt. Weed Eats, danke für Ihre Anmeldung bei Weed Eats. Was gibt es zum Essen? Wo essen wir? Wer kommt zum Essen? Sie entscheiden. Schritt 1, melden Sie sich bei Weed Eats an. Logo. Schritt 2, wählen Sie ein Menü aus. Lust auf mexikanisch, doch lieber chinesisch oder leckeres Sushi. Vielleicht mal wieder Pizza. Jede Küche, jede Beilage und jeder Nachtisch. Alle Ihre Träume sind griffbereit oder sollten wir verzehrbereit sagen? Treffen Sie Ihre Auswahl und während der Nahrungsdruck sich damit befasst, machen Sie weiter mit Schritt 3. Wählen Sie einen Ort aus. Wo möchten Sie heute essen? In einem Diner aus den 1950ern mit rockiger Jukebox-Musik an einem polynesischen Strand. Wo ist meine Cava Colada? Hey, und warum sollte das alles sein? Warum probieren Sie nicht unsere exotischen Deluxe-Orte aus? Ein Fantasiebankett, bei dem Sie ein Drachenreiter-Turnier beobachten können. Kein Problem, ein Hello-Frachter mit Glasboden, der über einem ausbrechenden Vulkan schwebt.
Auch kein Problem. Schritt 4. Wählen Sie einen Skin aus. Natürlich lieben wir unsere Freundin und unsere Familie, aber müssen wir sie wirklich bei jeder Mahlzeit sehen und uns anhören, was sie zu sagen haben? Ja, einmal bestellen. Mit Weed Eats trifft Genuss auf Geschmack. Ist das Ihr Partner, der Ihnen über den Tisch einen Kuss zuwirft, oder ist es der Holostar Ryan Kasabian, der Sie mit animalischen Verlangen mustert? Naja, ich weiß ja nicht. Ist das Ihr Kind, das nach mehr Pommes schreit, oder ist das eine zurückhaltende Madame Curie, die die wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen ihrer Entdeckung erläutert? Keine Sorge, Weed Eats automatisierte Systeme können genauso gut Pommes servieren und auch und auf Ihr Kind aufpassen, wie Sie Lärm unterdrücken. Okay, ich möchte nicht wissen, wie viele Leute da jetzt gerne bestellen wollen würden. Schritt 5, essen Sie. Bei diesem Schritt brauchen Sie keine Hilfe. Stimmt's, haben wir recht. Genießen Sie Ihre Weed Eats Erfahrung. Okay, also so sieht das Essen in der Zukunft aus. Per Essensdrucker. Ja, muss ja nichts Schlechtes sein. Ich meine, man braucht jetzt nicht anfangen von wegen, ja, wenn du einen Essensdrucker hast, dann kannst du auch in der dritten Welt drucken. Also ich glaube mal, das wird so in der Art leider nie passieren. Es könnte sicherlich einfach sein, aber vielleicht stelle ich mir das auch zu einfach vor. So, 40 Meter haben wir noch. Ich glaube, ranschleichen brauchen wir es nicht, aber warte mal, hier werde ich nochmal kurz aufrüsten. Jetzt nicht für ihn hier, der jetzt gleich kommt. Aber ich möchte danach auch ausgerüstet sein. So. Dann nehmen wir die normalen Pfeile. Und guck mal, hier haben wir schon. Sind das Lohe-Kanister hier? Ja, ne? Lohe-Granaten. Und ich würde sagen, das Schwein hat zerrissen. War das Schwein jetzt so programmiert? War das Schwein jetzt vom Spiel oder von den Entwicklern so programmiert, dass das Ding hier zerfetzt? Eieieiei. Nimm mal die Knochen. Hallo! Ich hatte Soldaten erwartet. Das mächtige Katerreich muss ganz schön arm dran sein. Wie traurig. Wo bist denn du? Egal, Kopfgeldjäger sterben wie alle anderen. Willkommen in der Kluft des Todes. Das wollte ich auch gerade sagen. Ernsthaft herzlich. Jetzt? Sadist, Mörder, Fallenbauer, alles zusammen. Darum haben sie mich in das Loch gesteckt. Das Loch? Was? Wo, wie? Welches Loch? Wo? Warte mal, da. Kommen wir hier hoch? Ah ne, oder müssen wir hier hoch vielleicht? An diesem... habe ich hier was übersehen? Da oben sollen wir lang. Okay, das sehe ich jetzt, aber kommen wir hier irgendwie hoch? Hier so? Nee, das kann ja nicht sein. Ach, guck mal. Oh, man muss doch mal ein bisschen die Augen aufmachen. Oh, Mann. Wie komme ich hier hoch? Weißt du, dickes, fettes Seil? Mann. Oh. Können wir hier so ein bisschen... Ich würde hier mal so ganz gerne ein bisschen in Deckung gehen, wenn wir das Ding dann auslösen. Ups. Erstmal schön vermieden. Ach, da hinten ist er hin. Ach, da oben stehst du. Guck mal. Na, guten Tag, mein Freund. So, denn, ja, da kommen wir doch mal rüber. Dann kommen wir doch mal rüber. Oh, hier kommt ja auch nichts. Gut, hier sollten wir ja auch lang. Trotzdem wollte ich mal ein bisschen gucken. So, hier kommen wir rüber. Sehr gut. Vorsichtig! Nicht ausrutschen. Rutsch nicht aus. Du kriegst schon noch deine Rechnung gleich, keine Sorge. Ich bin neugierig. Haben meine Behemoths zufällig Geneva getötet? Deine Behemoths? Ich muss dich enttäuschen. Deine Behemoths? Darum habe ich mein Spielzeug, um mich vom Schmerz abzulenken. Da oben ist aber eine Kante. Okay, da kommen wir jetzt so erstmal nicht hin. Da müssen wir wahrscheinlich hier durch. Hier in dem Loch, oder wie? Ja. Deine Behemoths. Er wartet mit den Behemoths. Okay. So, na gut. Planänderung. Noch nicht, Akrobatin. Scheiße. Das war ein Schritt zu weit. Ich dachte, wir können... Hoppala. Du lebst noch? Ja. Du hast ein paar Tricks drauf. Ich zeig die besten Tricks zeige ich dir gleich noch. Warte mal ab.
So. Sollen wir da? Wir können da, sollten aber da, oder wie, oder was, oder wie, oder was? Oder sollen wir hier runter? Ich gehe mal da hinten hin. Wo kommen wir eigentlich hier? Nein, in die andere Richtung, in die Schlucht. Ja, ich will auch hier nochmal gucken. Ich will auch hier nochmal gucken, ob wir hier noch irgendwie was, weil hier kommt man auch nochmal rüber. Aha. Warte mal, wo kommen wir hier überhaupt hin? Nee, wir sind hier richtig. Oder nicht? Wir sind auch hier richtig und nicht, wenn wir hier längs latschen. Achso, nee, hier kommen wir wahrscheinlich wieder runter. Guck mal, da hinten ist so ein Abseilpunkt. Also hier kommen wir weg. Aber gut zu wissen, hier können wir nicht hochkraxeln. Also müssen wir den anderen Weg in die Schlucht. Ja gut, sagte sie natürlich auch, aber ich wollte trotzdem mal gucken, was es hier so gibt, weil durch Zufall ist hier meistens nicht so ein Weg. Also da hat es schon einen Grund, warum wir hier längs latschen. Ich werde mal wieder die anderen Pfeile nehmen, die verbesserten. So. Ins Wasser. Auf jeden Fall sollen wir hier wieder raus, weil man sieht hier schon die Kletterpunkte. So. Mal die Dinger mal auslösen. Hey. Es läuft mein Freund. Nicht bei dir, oder? Bei mir läuft's bestens. Hartnäckig, was? Ja. Wart du mal ab. Ja, dann haben auch alle gelacht. Die anderen haben auch alle gelacht. Schupp. Ich weiß zwar nicht, ob das gut ist, dass wir die Granaten zerschießen, aber ich mache es einfach trotzdem mal, weil bevor ich da reinspringe, und das kriege ich garantiert hin. So, gehen wir hier rüber. Immer sachte. Pass auf deine Finger auf. Da sollen wir hoch anscheinend. Da kommen wir jedenfalls nicht hoch. Da unten müssen wir also hin. Okay. Plop. Komm, ey, Leute, holen dir den kleinen Spacken. Den holen wir uns doch. Ach, guck mal. Duck. Nein! Ach, scheiße. Ich hab doch gedrückt. Ich hab gedrückt, ich schwör. Ich schwör, ich hab gedrückt. Aber scheiße gedrückt. Na gut, dann muss ich da vielleicht mal so ein bisschen, vielleicht mit ein bisschen Schwung rüber. Komm, zieh dich hoch, Babe. So. Du hast mich. Keine Fallen mehr. Sag Janeva, dass ich ab jetzt brav sein werde. Und das soll ich dir glauben? Was hast du in der Hand? Oh, das? Nur eine kleine... Ups. Granate. Er starb wohl bei dem, was er liebte. Der hat sich doch selber in die Luft gesprengt, oder? Wie doof ist das denn? Ich meine, wenn er versucht, uns umzubringen, habe ich da ja noch Verständnis für einigermaßen, aber... Na dann, nochmal. Nochmal hoch. Dann können wir wenigstens seine Leiche bergen, aber... Ich will auf jeden Fall nochmal nach oben, auch wenn jetzt... Das Ziel wird jetzt woanders angezeigt, aber ich will auf jeden Fall nochmal hin. Ey, wie bescheuert, warum sprengt er sich denn selber in die Luft? Jetzt mal ganz im Ernst. Ich hätte ja doch gedacht, dass wir uns da noch einen kleinen Fight geben oder sowas. Dies ist ja merkwürdig. Oh, diesmal gleich ganz oben. Aber keine Leiche. Nichts zum Scannen, nichts zum Einsammeln. Nö. Da kommen wir so nicht
rüber, oder? Nicht wirklich. Da können wir auch nicht lang. Ja, gut. Dann würde ich doch mal sagen, schwimmen wir wieder zurück. Also ich bin so ein bisschen... Warte mal, ich muss mal kurz die Quest angucken. Huch. Sonnenfels. Kehre zu Janiva zurück. Okay. Finde Rasgrund. Rede mit dem Aufseher. Haben wir alles gemacht. Okay. Kehre zu Janiva zurück. Okay. Gut. Wundert mich jetzt ein bisschen. Also ich hätte jetzt gedacht, dass wir uns jetzt hier so einen kleinen Kampf liefern, aber... Wenn er sich selber in die Luft sprengen will, gut, oh mein Gott. Aber hätte er das nicht vorher sagen können, hätte er nicht sagen können, komm, ich spreng mich sowieso in die Luft, lass gut sein. Ich meine, da muss man doch mal auch mal ein bisschen Gentleman sein. Mal sagen, Mensch, hallo, ne, ich spreng mich in die Luft, da muss er den Weg nicht machen. Naja, was soll's. Egal, wir haben wenigstens gesehen, wie er sich in die Luft gesprengt hat. Obwohl wir es ja noch nicht genau gesehen haben, ne? Das muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Und ich mache mir ja auch bei Rost immer noch so ein bisschen Hoffnung, weil wir haben ja bei Rost, wir haben zwar die Explosion gesehen, aber wir haben ja nicht wirklich hundertprozentig gesehen, dass Rost tatsächlich gestorben ist. Also dann mache ich mir doch noch ein bisschen die Hoffnung, dass der irgendwie dann doch nochmal zum Ende hin, und ich schätze mal, es wird zum Ende hin sein, dass wir ihn nochmal wiedersehen. Ich weiß nicht, weil auch der Tod von Rost, der ging ja auch so fix, so schnell, ich habe das schon öfters gesagt, das ging so fix, ich denke mal... Das ging so fix. So, in welche Richtung muss ich dann? Muss ich lang. Das ging so fix und so schnell, dass ich nicht glaube. Achso, wo müssen wir überhaupt hin? Janiva, da müssen wir tatsächlich. Oh nein, müssen wir den ganzen Weg hier. Komm, weißt du was? Dann spawnen wir mal dahin. Was wollte ich sagen? Das ging so fix. Na, ich meine, gut, wir haben Ross am Anfang kennengelernt. Wir haben das durch die Kindheit so ein bisschen und die Ausbildung und sowas. Und am Anfang. Aber der war so schnell tot. Also, das kommt mir so ein bisschen. Kommt mir so ein bisschen spanisch vor. Kommt mir so ein bisschen spanisch vor. Und wer weiß. Also, gut, vielleicht ist es so. Vielleicht haben sie Ross so schnell sterben lassen, damit wir tatsächlich im Fokus stehen. Kann ja alles sein. Ich bin mir da aber echt nicht sicher. Also. Aber ich will da jetzt auch nicht zu viel spekulieren. Also, das wäre auf jeden Fall mal so ein Gedanke gewesen. Aber, ich weiß es nicht. Schwer zu sagen. Eine Scherbe, Wahnsinn. Guten Tag. So, wir sollten ja hier wieder hin. Das war mit den Behemoths, ne? Richtig. Das müsste eigentlich... Ja, genau, das war hier mit den Behemoths. Das ist richtig. Das war hier unten links, glaube ich. Dann können wir uns wenigstens mal abmelden bei Janiva. Dann sagt sie sicherlich, Mensch, hast du gut gemacht, hier hast du was. Was für dein Portemonnaie. Wir kriegen nichts, dann ist aber was. So, Babe. Grüßen, ich will nichts grüßen, ich will was. Das Karja-Sonnenreich weiß deine Hilfe in diesen Zeiten zu schätzen. Das ist schön. Das ist der offizielle Satz. Ich sage... Ich kann dir ansehen, dass du alles erledigt hast. Zwei sind nicht durch mich gestorben. Die andere wollte im Kampf sterben. Sie hätten ohnehin den Tod gefunden. Und andere getötet. Das dachte ich mir auch. Kluges Kind. Das war es dann wohl also. Geh im Licht. Ich sollte dort draußen die Maschinen jagen und hier nicht rumlaufen. Schöpfers Ende. Begib dich nach Schöpfers Ende. Den möchte ich gar nicht. EPs haben wir. Und eine Belohnungskiste. Ich will noch mal gucken. Ich hatte doch Schöpfers End. Da wollte ich auch hin. Ne, da wollte ich nicht hin. Ich wollte da hin. Da wollte ich hin. Quest aktivieren. Da wollten wir gucken. Wir hatten hier unten nicht noch eine Kleinigkeit. Hier hatten wir doch noch was. Hier, da machen wir jetzt mal das. Können wir da hin spawnen? Ja gut, das Stückchen können wir auch laufen. Dann können wir uns nämlich noch hier den Speicherpunkt holen. Können wir uns mal kurz speichern. Und dann Dämmerberg. War das das, wo wir dieses Teil für diesen einen Kerl holen sollten? Ich glaube, ja. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Bin mir da gerade nicht sicher. Und dann machen wir den. Da können wir dann auch hinspawnen zum Lagerfeuer. Und ansonsten haben wir dann hier unten soweit alles durch. Ah, nee, hier unten ist ja noch Rotschlund. Rotschlund müssen wir natürlich noch machen, auf jeden Fall. Rotschlund. Oder wollen wir erst Rotschlund machen?
Nee, wir machen jetzt mal den, würde ich sagen. Dann machen wir Rutschlund und dann kehren wir nach oben zurück. So, dann haben wir hier unten so die ganze Batterie erstmal weg. Wir müssen natürlich noch solche Geschichten machen hier mit dieser Jägerloge. Das müssten wir eigentlich alles auch nochmal machen. Das ist ja noch so viel auf der Liste. Was war das denn? Noch Waffen? Achso, da immer noch Waffen der Jägerloge. Großlauf, Jagdgebiet. Ja, das müssen wir alles nochmal machen. Ich weiß nicht, das müssen wir dann irgendwie nochmal nach einer Hauptquest, habe ich ja gesagt, nach einer Hauptquest oder sowas nochmal machen. So,